Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Ja, beim letzten Mal sind wir wieder in Morifa geendet. Wir sind geendet. Gelandet. Gelandet, genau, nicht geendet. Und heute wollen wir dieses rostete Schild gewalttätig aus dem Weg schieben. Gut. Ganz knapp gereicht. So. Was passiert, wenn wir das zerstören? Ein Weg wird frei. Oder Central City. Right Lane ends miles. Central City. Ich frage mich, was diese Central City ist. Ah, der ist Level 54. Genomzentrum. Ja, ich verzichte mal auf den Schatz. Okay. Ja, als wir das erste Mal hier waren, haben wir nicht unbedingt viel erforscht. Aber da hatten wir auch unsere ganzen Klingen nicht. Ja, ich glaube, wir machen wohl das ein Harmoniegespräch heute. Wenn dieser Leiter jemals ihr Ende findet. Och nö. Nicht wirklich. Okay, Erdelement sollte drin sein. Sprungkraft. Okay, wir haben es geschafft. Handsprung aktiviert. Wow, wirklich? Für diese 5 Meter? Ach, egal. So, wir sollten jetzt aber hier nicht runterfallen, weil das wäre suboptimal. Jetzt keine starken Gegner hier oben. What's here? Maybe agriculture is Poppy's specialist. Ah, was ist denn hier? Trödelstigma. Cool. Truly, all rest is a wonder to explore. Verlorenes Panorama. Is worthy of its own page in my journal. Ja, man sieht viel, man sieht kaputte Gebäude. Ich will wissen, was hier ist. Oh, Hallöchen, Schätzchen. Ah, was geht? Co-Crystal. Yes, ein seltener Co-Crystal. Vielleicht haben wir Glück und da ist eine neue Klinge drin. Also eine neue, krasse Klinge. Nicht so ein billiger Dings. Ja gut, wenn hier schon ein Harmoniegespräch ist, dann würde ich das gerne führen. So, mal speichern. Zack, hat sich ja gelohnt. Hätten wir irgendwann mal machen müssen. So. Who would have thought a place like this existed under the cloud sea? Yeah. Us salvagers dive deep, but I've never dreamed there'd be this enormous space down here. You'd be hard pressed finding another place as vast as this, that's for sure. Did people live here once, do you think? If the whole space is filled with buildings like the ones around here, there must have been a heck of a lot of people living in them. True that. And the number of people aside, can you imagine the work it would take to cover this whole place in buildings? I can hardly imagine. I've salvaged a whole bunch of treasures over the years with functions we could never figure out. If this world is where they came from, I've got to say it makes sense. In any age, the ambitions of men build civilization up, and those same ambitions bring it crumbling down. That's so tragic. Why is this place in ruins anyway? Hm. Wir sich verantworten wegen des Wolkenmeers oder es muss einen Krieg geben? Nehmen wir die Option. Because of the cloud sea. You think the cloud sea appeared one day and covered the whole thing up? Yeah. The crops wouldn't have grown anymore, so people would have had to leave. And everyone would have wound up living above the cloud sea instead. Does that make sense? I've got a feeling it's the other way around. You're saying the cloud sea caused problems here, so people wound up living on the Titans. But I think the problems here came first,
And that's how the Cloud Sea and the Titans were made. And once it became uninhabitable, they went and made a new place to live. What do you think, Mia? Well, let's see. Who freaking knows? I mean, this stuff must have happened more than just centuries ago. How are we meant to have any idea? Well, that's why we're speculating, right? Yeah, but I reckon it's a waste of time. We still know barely anything about this place. If we want to work stuff out, we should search for more clues. Well, that's a fair point. This place is beyond anything we've imagined, after all. To be honest, I think it's actually kind of exciting. Unbekanntes Morapha. Es ist schon spannend. Es gibt sicher wahrscheinlich 100.000 Spekulationen. Was, welche Stadt ist das? Womit steht das in Verbindung? Haben wir auch schon spekuliert, ne? So. So, dann wollen wir mal eine zweite Theorie aufstellen. Ich finde es einfach mega uncanny, dass es wirklich ein bisschen wie New LA aussieht. Extremely uncanny. So. So, tragisch. Es muss einen Krieg gegeben haben. I think you hit the nail on the head. Some terrible war sounds pretty likely. But would a war cause this much devastation? Oh. Die Batterie ist leer, Leute. Wartet kurz einen Moment. Ich habe gleich wieder eine volle Batterie. Na komm. Na komm, du hast Saft. Ist nur nicht so. So. Maybe it was some natural disaster or other. Not out of the question, but a natural disaster is not gonna level everything. It wouldn't be this widespread. Take a look outside. Ruin as far as the eye can see. You could say the same about war, though. What kind of a war could destroy a city this big? Maybe they had some kind of incredible weapon we've never seen. Or just one hell of a lot of them. I hear a crazy number of blades fought in the war 500 years ago. You think something like that happened before? Hard to say for sure. I think maybe we need to explore a bit further. This place is beyond anything we've imagined, after all. To be honest, I think it's actually kind of exciting. Okay. Jetzt muss ich mich ein bisschen anders hinsetzen. So. Gut. Es wird eine sehr unangenehme Aufnahme, aber ja, ich kann mich jetzt nicht großartig anders hinsetzen, als so wie ich jetzt sitze. Ihr solltet mich eigentlich noch gut hören. Das ist ja das Wichtigste. Also auf jeden Fall würde ich tatsächlich jetzt gerne... Ah, ganz coole Stufe 2. Zuerst noch schnell gucken, ob Temperanz hier endlich das richtige Wetter hat. Komischer Geruch. Wenn ja, dann können wir Bergungstauchen gehen. Nope, falsches Wetter. Es muss donnern. Gut. Dann machen wir was anderes. Und zwar hat Charu nämlich that's salvaging. That's Poppy Cutie Pie. Ich muss nur kurz umblättern. Genau hier. Gut. Also, wir gehen zuerst mal zur Agentum AG. Nochmal zur Lagerhalle.
weil ich habe jetzt die Sachen gekauft, die unser kleiner Freund schnacken will. Schnacken will. Essen will. Schnacken ist nicht essen. So. Kiste für Bratspeisen. Also mal noch einmal den Räucherlachs. Dann haben wir es. Randvoll, kein Platz mehr. Okay, was jetzt? Okay. Muss ich jetzt nochmal mit Boreas reden oder so. Warum drücke ich eigentlich immer diese Taste? Das gibt's doch nicht. Charaktere. Ah, vielleicht muss ich jetzt zu Boreas wechseln. Wobei, ich will zuerst einmal durchdingseln. Ist noch irgendwas? Oh. Sehr schön. Sehr schön. Very nice. Oh. Noch schöner. I feel a change. I could use my power like this. Sehr gut. Noch jemand? Nee. Also, hier einmal die Klingenpartner wechseln. Zu Boreas. Just leave it to Boreas. Jo. Jetzt kann ich doch mit Boreas reden, oder nicht? Schauen wir doch nicht. Muss ich nochmal wahrscheinlich auf Boreas drücken. I'll keep getting bigger and better. Okay. Und füll die Vorratskiste mit Desserts. Okay. Genau. Gut. Kiste für Süßkram. Okay, jetzt muss ich wieder ganz viel Zeugs reintatschen. Aber damit werden wir Noppon Wissen 2 kriegen, wodurch wir die eine Tür aufmachen können. Jo. Ja, ich habe genug Süßkram gekauft, dass wir das locker flockig machen können. Keine Angst, diesmal war ich vorbereitet. So. Kiste für Süßkram, randvoll. Gut. Dann nochmal. Hier gucken. Mit pflanzlichen Speisen. Okay. Pflanzen habe ich eigentlich auch welche gekauft. Kiste für Grünzeug, genau. Gut. Interessante Getränke, weiß ich nicht genau, was er damit gemeint hat. Aber ich habe einfach einen Haufen Getränke gekauft. Und ich hoffe dann, dass es auch reicht. So. Nimm das auch. Ne, das ist teuer. Ich würde dir eigentlich gerne wieder ein paar billige Sachen geben. Dankeschön. So. So. Dann voll, kein Platz mehr. So. So viel zu. Ja, ich habe eigentlich keine Lust auf 100%, Leute. Mach trotzdem so viel Zeugs. Ich muss mit 50 Noppern sprechen. Ach du Scheiße. Okay. Und was soll ich da rein tun? Kiste, einfach Getränke. Maracuja Shake. Sollte eigentlich auch reichen. Dann haben wir ihn schon mal auf Stufe 5. Ist auch nicht schlecht. Gissen wir. Sehr gut. Habe ich die richtigen Getränke gekauft? Und zack. Schlüsselerfolg, Stufe 5. So, dann muss ich aber offscreen mit 50 Noppern reden. Ja gut, dann machen wir das mal. Später, offscreen. Auf jeden Fall würde ich gerne mit Schnellreise jetzt erstmal nach hierhin. Von Z. Ja gut, wir müssen wohl hier nehmen. Nehmen wir mal das Tor von Z. Und wir müssen nochmal zu unseren... Who's eye out for trouble? Where do we go from here?
Ein Söldnerauftrag. Oh, eine Queste. Söldnerleuten. Es gibt da eine Sache, die mich beunruhigt. Ja? Ich habe ganz in der Nähe von Fronset mitten in der Nacht geheimnisvolle Gestalten gesehen. Ich konnte nicht erkennen, ob es Leute oder Tiere waren. Sie kamen mir etwas größer als Noppern vor. Ach, Truthahne. Vielleicht wollen die unser friedliches Dorf angreifen, nicht auszudenken. Bis die Sache geklärt ist, bräuchten wir mehr Wachen. Wärt ihr bereit, die Aufgabe zu übernehmen? Also wir kennen da ein paar Leute. Ihr helft aus? Was für eine Erleichterung. Haltet immer schön die Augen offen, es könnte ja gefährlich werden. Okay. Ja gut, dann nehmen wir noch die Queste mit. Oh, ein Phonex. Ah, das ist wahrscheinlich Dingsbums-Queste, Nims-Queste. Pix, wo bist du nur? Hallo, warum schaust du denn so betröppelt aus der Wäsche? Ma, kannst du mich etwa verstehen? Ja, das kann ich. Stimmt schon, du bist anders als die anderen. Ja, irgendwie bist du uns sogar recht ähnlich. Wenn du irgendwelche Sorgen hast, werde ich versuchen, dir zu helfen. Oh, das ist nett. Es ist so, ich habe einen alten Bekannten namens Pex. Der ist vor kurzem ausgegangen, aber nie zurückgekehrt. Er scheint nirgendwo im Dorf zu sein und außerhalb kann ich nicht suchen. Ich habe große Angst, dass ihm irgendwo etwas zugestoßen sein könnte. Ah, jetzt verstehe ich. Keine Sorge, Nim wird das regeln. Was würdest du tun? Klar, kein Problem. Ich habe eine Ahnung, was passiert sein könnte. Sie hat irgendein Ardana, dein Pex, mitgenommen. Meinst du? Ja, wer denn sonst? Die zwängen ihre Titanen in seltsame Maschinen. Denen ist alles so zu trauen. Wow. Aber keine Angst, ich rette deinen Pex. Hier war doch weit und breit kein Ardana in der Nähe. Bist du dir wirklich sicher? Absolut sicher. Armer Pex. Wahrscheinlich kaut er irgendwo in einer Ecke und bibbert vor Angst. Mix, du wartest einfach hier. Ja, gut. Ich kann mich doch auf dich verlassen, oder? Ist ja alles schön und gut, aber ohne irgendwelche Anhaltspunkte werden wir ihn kaum finden. Gibt's denn niemanden, der mehr über sein Verschwinden wissen könnte? Am besten ihr besucht das Dorf der Phonixe. Vielleicht ist Pex irgendwann dort durchgekommen. Ihr habt ein eigenes Dorf? Ja, Shewahafen. Pex und ich stammen auch von dort. Könntest du uns dorthin führen? Das würde ich ja gerne, aber auf dem Weg zum Dorf gibt es eine Menge richtig fieser Monster. Die haben mich aber angegriffen und hätten mich um ein Haar erwischt. Seitdem wage ich es nicht mehr, das Dorf zu verlassen. Oh nein, du Arme. Das nehme ich in die Hand. Am Ischewa-Hafen hast du gesagt, oder? Dann werden wir uns doch mal umhören. Danke, ihr seid meine letzte Hoffnung. Der Held der Phonixe. Ja geil, noch eine Queste. Lass mal. Lass mal stecken. Eigentlich wollte ich zu dem Noppon dorthin, weil ich habe das Zeugs offscreen gefarmt. Phonix-Sprache, Stufe 2. Endlich. Also, wir mussten ja für den Typen Sachen sammeln. Ich weiß nicht mehr genau was, aber ich kann euch sagen, wo ihr das Zeugs findet. Einmal, also die Engelsmotoren, könnt ihr... Oh, wir haben das seltene Wetter der Aurora. Jetzt bräuchte ich nur noch Donner an einem anderen Ort. Ist ja schön. Geil. Also Engelsmotoren könnt ihr einfach durch das Bergungstauchen ergattern. Genau. Zaubergien. Waren es Zaubergien? Die könnt ihr ganz am Anfang im Gebiet, im an ganz Anfangsgebiet finden. Also ich sag's euch auf der Map. Also, Rikte mehr. Also an diesen Sammelpunkten hier könnt ihr. Ne, den da, den mittleren. Hier kriegt ihr die Zauberschienen. Und hier auf der Traumtrümmerinsel findet ihr die andere Sache, die wir suchen mussten. Und die Engelsmotoren, wie gesagt, durch Bergungstauchen, sind nicht so selten. Mit Goldzylindern sehr machbar. Jetzt können wir die Quest noch abgeben. Nasokoko. Dies dürfte für dich sein. Nun, vorhin haben alles gefunden. Sokoko überrascht von Schnelligkeit und fuhr über große Hilfsbereitschaft. Das war's dann von unserer Seite aus, oder? Muss Freund angemessenes Dankeschön geben, doch was? Nun, Freunde sollen Sokokos Belohnung für Auftrag bekommen, weil Freunde so nützlich waren. Danke. Ist wäre Sache. Ohne Freunde wäre Sokoko Argenklemme großer Stunk mit Ardana vorprogrammiert. Klient Yampa ist auf Umschlagplatz von Moardane. Freunde gehen zu Yampa und holen Belohnung ab, ja? Sokoko verzichtet gern.
pilzreicher Bergungstaucher so Kokoma Gesicht von garstigen Kerl nie wiedersehen. Nochmal großes Danke, Pun, und viel Glück für Zukunft. Okay. Dann müssen wir wohl nach Moordain jetzt. Hol dir auf den Umschlagplatz in Moordain. Ja gut, dann gehen wir mal dorthin. Kaiserreich Moordain. Auf dem Umschlagplatz. Was ist denn der Umschlagplatz? Ich weiß es nicht. Ich gehe bald nach Aberkevenich. Wird dir schon angezeigt werden, wo ich hin soll. Da haben wir noch eine Quest war mehr erledigt. Geht doch, geht doch. Das ist doch da go. Unten. Dann würde ich immer gerne den Aufzug rufen. Ich könnte auch runterspringen, aber ich glaube, das ist schneller. Jo. Und zack. Sind alle da? Es sind alle da. Sehr gut. Ah, die Nachtmusik ist süß. So. Ist gut. Oh, wenn ihr das Ding bedient, ja, ja. Wo ist er denn? Da, da ist er ja. Ja, ein paar. Hallo. Mahlzeit. Wir sollten ihr Pappnasen sein. Also, ah, schon klar, geht um den Auftrag von Sokoko. Ihr habt also alles finden können, ja? Ihr Grünschnee beschlagt euch ja richtig gut, alle Achtung. Das Felk nur als Handtuch geschmissen, was? Überrascht mich nicht. Dabei habe ich es ihm gleich gesagt. Das ist nichts für gewöhnliche Bergensaure, habe ich gesagt. Dafür brauchst du schon eine Klinge. Das kleine Pelzding wollte ja nicht auf mich hören. Pilzreicher Bergungstaucher kann alles bergen, nu. Dann großes Ego für so einen kleinen Tauge nichts. Man kann von den Opfern halten, was man will. Aber an Selbstvertrauen mangelt es denen eindeutig nicht. Naja, schätze mal, ihr wollt nun eure Belohnung haben, was? Hier, bitteschön. Eine weitere Queste wäre erledigt, Leute. So, wir kriegen ganz schön viel XP dafür, das ist schön. So, gut. Oh, Poppy Cutie Pie. Ich sollte meine Klingen umwechseln. Ja, gut. So, Klingenpartner. Ich will auch noch, ich glaube, in der nächsten oder übernächsten Episode werden wir. Wo ist er denn? Werden wir wahrscheinlich Elektras Queste machen. Das sollte jetzt eigentlich laufen. Mal gucken. So. Bevor wir die Episode beenden, würde ich noch gerne eine weitere Queste abliefern. Hoffentlich. Und zwar gehen wir jetzt zu den Klippen von Morifer. Da, wo wir das eine Harmoniegespräch eigentlich führen wollten. Und wir geben den Honig ab. Den BDB wollte. Den linker Honig. So. Ich hab, glaube ich, genug davon. So. Menge an linker Honig, genug für klebrig, süßes Vollbart. Wut über Vorspiegelung falscher Tatsachen verflogen. Reise hier hat sich gelohnt. BDB zufrieden. Danke, Bon. So. Freund, am Auchwunsch von BDB erfüllt sie die BD sofort. Schwester Bon liebt Honig so sehr. Hat die ganze Zeit schon breites Strahlegrinsen im Gesicht. Süßung auch von BDB fürs erste gestillt. Zwei Questen an einem Tag, Leute. Nicht schlicht. Wir kriegen das Männerlendetuch. Krass. BDB scheint sich auf ihr linker Honigbart schon sehr zu freuen. Ah. Oh, Gorks Schlüsselerfolg. Sehr schön. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Womit, weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt mit ganz vielen Noppern reden gehen, damit wir eine andere Queste machen können. Also, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.